Die Lieder sind sich noch nicht sicher, wann und ob es überhaupt eine Björk gegeben wird. Willkommen zu der 46. Ausgabe der Coast News. Wie ihr schon unschwer am Titel erkennen könnt, geht es in dieser Folge unter anderem wieder um Sperren. Es haben insgesamt wieder 7 Clans Sperre bekommen. Der Clan SXCO hat Sperre bekommen. Die Clans TQC und Tiazo haben beide ihr Elo zurückbekommen. TQC hat 7 Elo zurückbekommen und Tiazo 27. Der Clan TQC hat Sperre bekommen und die Clans Yatsu, Skull und G8 haben ihr Elo zurückbekommen. Zudem hat der Clan Yatsu auch Sperre bekommen und die Clans Phoenixbaum und SXCO haben ihr Elo zurückbekommen. Skull hat Sperre bekommen und der Clan G8 hat 44 Elo zurückbekommen. Zudem hat der Clan TQCX auch Sperre bekommen. Strong hat 27 Elo gegen TQCX zurückbekommen. Miami Flow hat Sperre bekommen, da der Clan Brave sie reported hat. Zudem hat der Clan MV auch Sperre bekommen. Skull hat 5 Elo zurückbekommen. Was haltet ihr davon und vor allem, wie denkt ihr zu der momentanen Core-CW-Lage? Und habt ihr Vorschläge, wie man dies ändern kann? Schreibt es gerne in die Kommentare. Der Clan CKD wurde geclosed. Die Leader sind sich noch nicht sicher, wann und ob es überhaupt ein Reopen geben wird. Zudem wurde der Clan Contra Course auch pausiert. Der Clan CKL hat sich gereopen und sucht noch aktive Member. Bewerben kann man sich schriftlich auf dem Discord. Zudem hat sich der Clan Strong auch ab 5.1. gereopen. Der Spieler Sandosti war kurze Zeit neu in der All-Time Top 10. Allerdings konnte er es nicht lange halten und wurde nach kurzer Zeit von dem Spieler Fury überholt, welcher jetzt neu in der Top 10 ist. Der Clan AV sucht noch Member. Bewerben kann man sich auf dem Teamspeak. Zudem hat der Clan Ulko die Bewerbungsseite wieder offen. Bewerben kann man sich per Twitter. Der Clan Yatsu hat auch eine Bewerbungsseite geöffnet. Bewerben kann man sich auf dem CS. Der Clan Waschbär Crew sucht noch Member für Core-CW. Zudem sucht Exile noch aktive Member. Bewerben kann man sich auf TS oder per Twitter DM. Der Clan Equalcore sucht noch Member zum Pushen. Bewerben kann man sich auf dem TS. Zudem suchen die Clans Southpaw und Hollywood Hills noch Member. Bewerben kann man sich auf dem CS. Wenn ihr in der nächsten Folge etwas erwähnt haben möchtet, dann markiert mich gerne auf Twitter. Kommen wir schon zu der Top 10. Der Vergleich zwischen der alten und neuen Top 10 kommt nächste Woche wieder, weil fast jeder Clan aus der Top 10 bzw. neuen der Top 10 ist und die alte Top 10 2 Wochen alt ist. Skull ist momentan auf Platz 1, gefolgt von Phoenixbaum. Platz 3 belegt der Clan G9. Tegut befindet sich auf Platz 4, gefolgt von TQCX. Der Clan Brave belegt den 6. Platz. TQCO belegt momentan den 7. Platz, gefolgt von KB. Strong belegt den vorletzten Platz der Top 10 und DZ den letzten Platz der Top 10. Das war's schon mit den Core News. Wir würden uns freuen, wenn ihr von nun an jeden Sonntagabend bei uns einschalten würdet.